Hi. Warum ich jetzt hier draußen unterwegs bin heute an diesem kalten Wintertag, das erfahrt ihr nach dem Intro. Feuer frei! Ich dachte mir, das heutige Thema passt, wenn ich das hier draußen aufnehme. Das Thema ist Blockaden lösen. Wie löse ich meine Blockaden? Ich denke, jeder Kreative kennt das. An irgendeinem Punkt kommt man nicht weiter oder man hat keinen Bock, was zu machen. Deswegen bin ich jetzt hier draußen. Und warum? Das sage ich dir jetzt. Und zwar gibt es da drei Punkte, die ich gerne mache. Und die will ich dir jetzt in dem Video mitteilen. Punkt 1 ist, ich gehe gern spazieren. Und da bekomme ich so ein bisschen einen freien Kopf. Kann wieder die Gedanken sammeln. Das hilft mir immer weiter, wenn ich gerade nicht wirklich Bock habe oder nicht wirklich die Muse habe, irgendwas zu tun. Also das ist wirklich ein Punkt. Geht ein bisschen raus in die frische Luft oder unternehmt was mit Freunden oder trefft euch mit irgendjemandem. Schaltet ein bisschen ab, kommt da wieder ein bisschen runter aus eurem Trott und das hilft wirklich ungemein. Der zweite Punkt, was ich gerne mache, ist Sport. Da bekomme ich auch wieder einen freien Kopf. Ich kann ein bisschen abschalten. Ich kann wieder mich während dem Sport auch schon mal selbst kreativ mit dem Kopf beschäftigen, sage ich mal, neue Gedanken bekommen. Und das hilft mir auch wirklich jedes Mal. Deswegen Sport kann ich auch wirklich nur jedem wärmstens empfehlen. Punkt 3 an der Stelle, einfach loslegen, ins Handeln kommen. Das hilft mir auch wirklich immer viel weiter. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Skript schreibe oder ein Drehbuch schreibe oder so, dann hat man ja manchmal so ein bisschen eine Blockade, sag ich mal, und weiß nicht so wirklich weiter, wie kann man jetzt die Sätze vervollständigen oder was fehlt mir noch oder wie auch immer. Und in dem Fall komme ich dann einfach wirklich an den Rechner, fange an zu schreiben und so nach 10, 20 Sätzen kontrolliere ich mal, was habe ich denn da eigentlich geschrieben. Und dann kann ich immer noch aussortieren und sagen, okay, das war weniger gut oder auf die Sätze kann ich aufbauen. Und das ist wirklich ein Punkt, der mir persönlich wichtig ist. Also selbst wenn ich eine Blockade habe, am besten löse ich die Blockade, indem ich einfach loslege. Das klingt kontrovers ohne Ende, aber es hilft tatsächlich wahnsinnig. Deswegen überprüft das mal selber bei euch, wenn ihr das macht. Ja, das war ein ziemlich kurzes Video heute, aber das sind so meine drei Tipps, die ich generell selber immer mache, wenn ich mal eine Blockade habe, wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich keinen Bock habe, irgendwas zu machen. Das hilft mir immer wieder weiter und würde ich dir einfach raten, versuch selber mal aus, wenn es das nächste Mal irgendwie wieder ein bisschen nicht so läuft, wie du es dir gerne vorstellst. Falls dir das Video jetzt gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du hier noch ein weiteres Video von mir anschaust und mir unten ein Abo dalässt, dann verpasst du nichts mehr. Bis dahin, mach's gut, dein Barney. Hau rein. Ciao. Ach, du. So ein Scheiß. Jetzt muss ich es doch irgendwie mit der Kamera machen.